Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce, The Shadow of the Phoenix. Und wie ihr seht, die imperialen Truppen von Kaiser Magnus Arias zerstören unsere Lager, verwüsten, morden und brandschatzend diese Landstriche. Er ist wirklich völlig durchgedreht und das Einzige, was wir machen können, ist, ja, versuchen, das Zwergenmonument zu aktivieren und irgendwie zurückzuschlagen. Ich werde natürlich meine guten Freunde rufen, damit ich eine Chance habe. Allen voran natürlich Kord ohne Hose. Und meine drei getreuen Musketiere, die hinter mir herlaufen. Einer davon trägt sogar ein paar Anhängsel. Ja, Karl folgt uns jetzt offensichtlich. Für Urias. Ja, wir werden dich rächen, Urias. Das schwöre ich dir. Ich werde nichts unversucht lassen, um deinen Tod zu rächen. Offenbar hat sich das Tor hier schon abgesenkt. Das heißt, wir können auch gleich loslegen. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass die sofort die Stadt angreifen. Das wäre ein bisschen heftig. Wir haben relativ viel Ressourcen, sehe ich gerade. Das ist schon mal gut. Denn immerhin müssen wir jetzt nochmal eine ganze Armee aus dem Boden heben. Die Rune befehlt. Folgt mir, meine Getreuen. So, was haben wir hier Schönes? Glänzende Beinlinge. Sie glänzen in Moosgrün. Oh. So eine Rüstung wollte ich schon immer tragen. Questbuch aktualisiert und schon gehören uns die... Wow. Wow. Hier oben kann ich noch hin. Was ist das hier alles? Und wo... Wie weit kann ich denn hier überall noch gehen? Das ist ja krass. Wie groß das ist. Dahin bitte. Dahin bitte. Dahin bitte. Helm der Unbezwingbaren. Wichtig im Grunde ist ja erstmal Mondsilber. Davon haben wir nämlich genau gar nichts. Das können wir schon mal verbessern, kostet nur Eisen. Was haben wir sonst noch? Steinwidder! Ist auch noch eine Truhe. Große Waffenkammer. Ja, meine Lieblingseinheit, die Verteidiger wieder. Es geht nichts über hammerwerfende Verteidiger. Es gab mal so ein lustiges 2D-Spiel, das hieß God of Thunder. Da gab es auch so einen Zwerg, den man gespielt hat, der auch so einen Hammer als Waffe hatte und den immer geschmissen hat. Das erinnert mich so ein bisschen an Thor. Und ich finde, die Verteidiger haben was von diesem Zwerg, den man da gespielt hat. Ah, sind das schöne Erinnerungen. Das war eins der Spiele, die ich wirklich sehr gerne gespielt habe. Was habe ich denn noch gerne gespielt? Doom habe ich immer ganz oft gespielt. Ja, verurteilt ruhig meine Eltern, aber ich habe als Vierjähriger Doom gespielt. Das hat mir aber auch überhaupt nichts ausgemacht, muss ich sagen. Also, was sowas angeht,
Ich war wohl schon als Vierjähriger reif genug, Realität von Spiel zu unterscheiden und zwar wirklich strikt zu trennen. Man sieht ja, es hat mir nicht geschadet. Entschuldigung. Kleiner spasmischer Anfall. Apropos spasmischer Anfall, wisst ihr eigentlich, wie der Harlem Shake entstanden ist? Na? Richtig. Durch zu langes Betrachten meiner Gesichtsspackungen. Tja, jetzt wisst ihr das Geheimnis. So entstehen Mythen. So. Dann einmal den Wurfhammer, bitte. Eine Einheit wurde aufgewertet. Ich brauche eigentlich gar kein Eisen. Was vielleicht gar nicht schlecht wäre, wäre mehr Schmieden. Wie viel Mondsilber habe ich hier eigentlich? 2800 und hier? 3200, wow. Wirklich viel. Hier haben wir die Steinwille. Die eher klingen wie Geflügel. Okay. Ja, die greifen offensichtlich tatsächlich an. Ja. Wir werden Katai verteidigen. Mit all unserer Macht. Ihr wünscht? Ich wünsche eine Mine. Nein, eine Schmiede. Eine Schmiede. Danke. Frisch ans Werk. Wow. Hier, wow. Schnell. Und los. Okay, es ist Zeit für den Schlachtruf, den ihr alle schmerzlichst vermisst habt. Lauf und los, Korn ohne Hose. Oh mein Gott, sie metzeln sich. Oh mein Gott. Schlagt sie zurück. Die sind ja gar nicht so schwach. Mein Priester ist auch schon tot, aber Kord, präsentiere uns die neueste Hosenmode. Zur Ehre Aonirs. Das Gebäude ist. So will ich dich sehen. Nein, der Hexenkönig Anktar ist ebenfalls tot. Ich hab's genau gesehen. Kord hat's getroffen. Er hat ihn platt gemacht. Yes, my lord. Lasst uns anfangen. Schon so gut wie erledigt. Lasst uns anfangen. Schon so gut wie erledigt. Da kommen schon die nächsten. Offensichtlich. Bereit. Folgt mir. Wollen sie uns keine Verschnaufspause lassen? Feuer! Feuer! Es dauert jetzt natürlich alles ein bisschen länger, weil wir keine Runenkraft mehr haben. Das Gebäude ist fertig, ihr wünscht. Nied half zur Ehre. Gut, aktuell ist das noch alles machbar. Spawnen die eigentlich neu? Sieht fast so aus. Licht, Silber, Elite und Älteste erhalten stärkere Waffen und hohe Resistenz gegen schwarze Magie. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Lohnt sich das? Wir können vielleicht erstmal das hier machen. Eine Einheit wurde aufgewertet. Ja, ich hole mir erstmal den Titan der Zwerge. Den ich eigentlich auch ganz gut finde. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen aber jede Menge Mondsilber für den Verteidiger. Was steht an? Lohnt sich das? Fernseher, werde leiser. Danke. Warum ist der Fernseher überhaupt an? I don't get it. Okay.
Die hier unten gefallen mir gar nicht. Ganz davon abgesehen, dass sie wirklich hässliche Beinkleider tragen. Und nach Quartz. Wenn wir Quartz Credo folgen wollen, müssen sie zumindest diese komischen Lendenschutzfummel ausziehen. Was wünscht die Rune? Alles klar. Unverzüglich. Ach, du bist einfach so frei, Kord. Alles klar. Diese Bewegungsfreiheit. Zu Befehl. Wird sofort ausgeführt. Was ist eigentlich der erste Grund für dich, deiner Meinung nach, eine Hose auszuziehen? Das laue Lüftchen um den Schambereich. Verstanden. Was? Du hast einen Schambereich? Ja, und der fängt bei mir schon am Bauchnabel an. Am Bauchnabel? Was will er uns damit sagen? Was wünscht auf dem Weg? Ich guck, wo ist mein Bauchnabel? Mein Bauchnabel ist dort. Mein Schambereich ist dort. Merkwürdig, Kord. Deine Physiognomie ist schon fragwürdig. Da ist er. Der Zwergentitan. Ja, der Vorteil bei den Zwergeneinheiten war ja immer, dass sie mitleveln. Ich glaube, bis zu 5 Stufen waren das. Was ist überhaupt unsere konkrete Mission jetzt? Ach ja, also wir sollen die verschiedenen Armeen besiegen. Ich denke, das könnte relativ schwer werden. Kriegspriester baue ich auch dazu. Stein brauche ich aber wirklich nicht. Wow! Auf mein Kommando! Da kommen sie ja schon wieder. Lauf los, Gordolose! Verstärkt die Deckung! Das Recht zu sterben! Los, Waldes! Sie sind überall! Und der Lichtkönig Angtar ist schon wieder tot, weil er einfach ein Kack-Noob-Lame-Bob ist. Kord, nein! Welches Monster hat dir das angetan? Feindlicher Angriff! Kord, ich trauere um dich. Ja, und los! Folgt mir! Ist das hier die Nordarmee? Sergeant der Palastwache? Und los! Könnte sein, dass damit die Nordarmee gemeint ist. Allerdings ist die ja irgendwie nicht sonderlich groß, oder? Nordarmee, weisen Sie sich aus! Sie können sich nicht ausweisen? Das wird die Nordarmee sein. Wobei ich das nur sehr leidlich als Armee bezeichnen kann. Okay, Salve! Zu Befehl. Feuer! Durch, Männer. God of Thunder! Das ist eine Falle! Schließ die Reihen! Mehr davon! Okay, es war tatsächlich die Nordarmee. Das ist euer letzter Fehler. Die aber vermutlich schon einen Großteil ihrer Schlagkraft eingebüßt hat, dadurch, dass sie uns angegriffen hat zwischendurch. So, jetzt fehlt nur noch die Südarmee und die Hauptstreitmacht. Wir werden natürlich alles in unserer Macht Stehende tun. Bereit. Um Orias zu rächen. Orias, es ist noch keine Stunde vergangen und ich vermisse dich schon so schrecklich. Die Rune auf dem Weg. Erinnern wir uns zurück an die Abenteuer, die wir bestanden haben. Im Grauschattental, wo ich deinen haarigen Hintern gerettet habe. Wir sehen uns wieder.
in den Frostmarschen. Gib mir Fleisch, wo ich dich, nachdem ich dich verraten, ich meine vergessen hatte, wiedergefunden habe. Oh Gott, das ist die Hauptarmee, oder? Ja, das wird die Hauptarmee sein.